nochmal Dosenbohnen. Dose Don? Ja. Oh, jetzt hat das Reh mich gesehen. Also dun, Himmel, halt ein dun. Pfeil, wo ist denn der gelandet? Das gibt's doch nicht. Komisch. Ich bin mittlerweile oh, diese Umweltverschmutzung hier, ey. Weißt du, es fehlt noch dieses Doppelklicken, ja? Dass du, wenn du draufklickst, dass das dann gleich rübergeschoben wird. Müsli-Regel, Schoko-Regel. Ja, yep, habe ich auch schon alles. Finde ich gut. Dose Thunfisch. Dose Don. Dose Bohnen. Dose Don. Ja, ja. Oh, yay. In der Richtung ist aber was. Ha! In der anderen Richtung ist was. Yay! Da ist eine riesengroße Gaskugel. Da sind ja wahrscheinlich auch Gegenstände. Ich hoffe nur nicht, dass es verstrahlt ist. Gespitzte Holzfäden. Was ist das? Ein Holzspeer. Kaliber 12 Flintenschussgewehr. Flintenschussgewehr. Hm, Flintgeschoss. Was war das? Wir das? Flintenlaufgeschoss. Ich habe ein Bett gefunden. Ah, jetzt siehst du, hast du auch ein Bett. So, und da haben wir wieder massig Kisten. Massig! Hm, ich brauche gerade keine Redstone. Ich finde hier genug auf dem Weg. Ja, das finde ich auch gerade. Finde ich interessant, dass da bei uns die ganze Zeit nichts war und hier ist jetzt auf einmal so viel. Ich weiß immer noch nicht, wofür man diese... Das Bett ist nur eine Blaupause. Mist. Das ist doch gut. Und hier ist eine Hütte. Und? Radiation? Radiation? Nein. Und ich bin drin und keine Radiation. Cool. Ah, eine Fackel und Blaupausenteil. Toll. Lohnt sich ja sehr. Was haben wir da? Holzbrustplatte. Als ob wir den schon selber bauen können. Weiß ich jetzt gar nicht. Naturbank. Oh, nicht schlecht. Leere Dose Bohnen. Oh, noch eine Knarre. Oh, das ist die andere jetzt. Verbranntes Wolfsfleisch. Na, das werde ich ja definitiv aufnehmen. Ah ne, es ist ein Bauplan gewesen. Okay, gut. Die Bosedonen lasse ich mal fallen. Wie kannst du nur? So. Ist dir aufgefallen, dass die Physik bei den Tonnen reingemacht haben? Mhm. Finde ich ehrlich gesagt sogar für, richtig cool. Es wird. So langsam. Blaupausenteil, na super. Dass ich davon schon genug habe. Ich will Kisten. Haben wir hier eine Kiste drin? Ne, was haben wir denn hier? Kiste. Was ist das? Raffinerie. Kann ich die mitnehmen? Nee. Ich habe eine Raffinerie gefunden. Oh Mann. Aber kann ich nicht mitnehmen. Ich hätte eine Reparaturbank gefunden. Blaupausenteil. Lederhandschuh. Blaupausenteil, Steinaxt. Kann ich diese Wasserbehälter auch kaputt machen? Nee, ne? Schade. Wird erstmal überschwemmt Kiste. Oder so. Ja, hier fehlt noch so diese ganzen Gebäude. Die ganzen Gebäude haben ja hier auch teilweise Türen dran. Dass man die Türen noch aufmachen könnte und in die Gebäude rein könnte. Es würde nochmal so einen gewissen Nervenkitzel geben. Mist, mein Inventar ist voll. So, jetzt gehe ich hier mal hoch. Und guck mal, was ich hier habe ein haben. Schwert gefunden. Excalibur. Handgefährlichte Patrone. Oder welches? Handgefährlichte Patrone kann ich auch verschmeißen. Boah, hier nicht. Oh, Blaupausenteil, ey. Was will ich denn damit? Da habe ich mittlerweile 46 von. Ausrangiertes Schwert ist auch nur ein Bauplan. Och Mann, ey. Ja, Baupläne ist doch in Ordnung. Sei froh, dass Baupläne sind und nichts anderes. Also in Kisten. Kisten! Also ich finde echt, Rust wird von Mal zu Mal immer besser. Mhm. Eine Dose Bohnen. Und eine Dose Thunfisch. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen neben Wölfen noch
dass nachts, das finde ich immer ganz wichtig, irgendwie, das habe ich auch schon bei Rising World gesagt, ich finde, nachts muss es irgendwie eine Herausforderung geben. Mhm. Ja, zum Beispiel, dass dann eine Zombie-Armee oder sowas kommt oder irgendwie sowas in der Richtung. Die wollen ja auch wieder Zombies irgendwann einführen, aber ich frage mich halt, wann. Hm. So, jetzt komme ich jetzt mal wieder zurück zum Lager. Sag Bescheid, wenn du da bist. Teleportiere ich mich mal rüber. Ja. Ich bin mittlerweile... Ja komm, du hast eine Karte. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Weg zurückzurennen. Ach komm. Ja, was dann? Was dann? Ah. Blaupausenteil. Oh. Bei dir ist heute irgendwie echt Halligalli, oder? Ja, wieso? Nur so. So, nach dem Livestream muss ich dann noch ein bisschen Mario vs. Donkey Kong aufnehmen. Und dann noch halt rendern. Ist das noch nicht durch? Nee, hör auf, ey. Warte mal, ist das sieht nur so aus. Das muss ich noch aufnehmen und danach, während ich das dann aufgenommen habe, schmeiße ich mir meine Todespizza rein. Die Pizza des Todes. Wobei ich ja wirklich ernsthaft am Überlegen bin, ob wir wirklich jetzt diese 2 Stunden durchziehen oder nur eine und dann haben wir keine 3 Wochen im Vorlauf, ne? Hm. Dosen habe ich auch genügend. Jetzt muss ich hier, glaube ich, abbiegen. So, mal ganz kurz auf die Karte gucken. Und ach du Scheiße. Du musst eigentlich nur wieder zum Weg zurück und dann... Ja, das ja, aber wie gesagt, kein Bock zu laufen. Wo bist du? Und ich brauche noch. Hm? Ich glaube, du bist vor mir da. Ich laufe ja gerade nicht zurück. Ich laufe ja alles noch weiter. Und du bist ja selber schuld. Ah ja, Loot. Ich bin mittlerweile voll. Ja, ich auch, deswegen. Ich komme wirklich langsam mal zurück. Lauf mal lieber, weil dann kann ich hier in der Zeit noch was anderes machen. Ja. Immer ich. Ja, du bist eine faule Socke. Immer muss ich dann tippen. Ich will nicht tippen. Was mit tippen? Tippen, nicht titten. wusstest du eigentlich, dass direkt neben unserem Haus eine Kiste ist? Also nicht, dass ich jetzt da bin, aber ich habe das halt gesehen. Also, vermute ich mal. Also bist du da? Nein. Ich sehe den Teleportbefehl jetzt gerade nicht oder die Anfrage nicht, weil ich gerade hier am Ofen bin. Du bist ein Arsch. Ist was? So, bitteschön. Dankeschön. Ich fand's übrigens schade, dass du an dem Freitag nicht da warst bei 100 Mario-Herausforderungen. Ja, ich hab mal reingeguckt. Hat das interessante Level. Ja, also, ein Level habe ich nachgeguckt, ne? Ein Level ganz zum Schluss, da bin ich ja verzweifelt. Da habe ich ja dann noch meine 100 Leben verloren. Ja, das hättest du ganz sicher auch nicht geschafft. Das war schon wirklich mehr als Kai so. Ja. Ich wollte es ja weiterspielen, aber es ist ja nicht mehr für mich verfügbar. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich war total traurig. Level? Ja. Ich hab's nicht mehr gefunden. Ich weiß noch nicht, wie es hieß. War ja halt aus den 100 Mario Herausforderungen. Das ist auch doof. So, jetzt brauche ich erstmal meinen Schlafsack ab. Ja, ich hab gar keinen. Immer noch nicht. So, jetzt im Bett. Ja, dann gib mir doch den Schlafsack. Hä? Ich sag doch, du hast doch ein Bett. Nee, das war nur eine Blaupause. Ja, und dann bau doch eins. Ich hab keinen Stoff. Ernsthaft, immer noch nicht? Nein. Ich habe einen Haufen Leder, aber keinen Stoff. So, jetzt war ich hier im Bett. So. Jetzt würde ich mich gerne irgendwie so eine Animation haben, dass man sich hinlegen kann. So, warte, dann gebe ich dir hier Stoff. Hier, bitte. Hm. Yay! Danke. Bitte. So, was ist denn Bodenproben-Sprengladung? Auch nicht schlecht. Holzsperre.
ein Stoff. Du, das heißt jetzt erst, du hast... Er freut sich wie ein Honigkuchenpferd. Yay! Und dann irgendwann die Reaktion. Ein Stoff. Geil. Einfach geil. Einfach göttlich. Ich dachte gerade so, er hat sich jetzt nicht ernsthaft über einen Stoff gefreut, oder? Komm, der verarscht mich doch gerade. Nö, hat er nicht. Ich hab's nicht gesehen. Oh Mann. Ich hab aber heute echt mal wieder extreme Leckstormen, oh Mann. So, jetzt kann ich noch den Mais einsehen. Metallerz. Und weißt du, wie ich das diesmal mache? Das war wissen, wo der Mais ist. Hm. Ich werde mit der Blaupause drumherum, mit einer Blaupause. Gerade wollte ich fragen, Blaupause. Ja, Blaupause. Klar. Mit dem Bauplan drumherum einen Rahmen ziehen. Oh, oh, oh. Ja, ganz schön gewieft ist der Ton. Der Kipster spielt Arma 3. Gibt's den auch noch? Er spielt verdächtig wenig Rust in letzter Zeit, ne? Ach, keine Ahnung warum. Nur so aufgefallen. So. Habe ich kein Holz mehr? Oh, ich habe kein Holz mehr. Okay, muss ich jetzt mal ganz kurz wieder ins Lager. Schlafsack umbenennen. Wenn du ihn umbenennst, dann ja, passiert nichts. Sobald du ihn aber jemand anderen zuteilst, dann... Nein, ich meine gerade eher die Tatsache, Bett. Schlafsack umbenennen. Ach so. Das meinte ich. So, jetzt will ich doch mal diese Granate hier ausprobieren. Oder was heißt Granate? Sprengladung. Hm, wo mache ich das dann? Was brauchst du denn hier? Ich? Sieht man das nicht? Jagt ihn noch selber in die Luft. So, hat nichts gebracht, außer... Wieso? Radiation? Wer doch hier in der Nähe die Red Town ist. Boah, hat die eine Reichweite. Ja. Hallo? Sollst du wieder auf den Boden schießen? Ja. So, und da drin sind dann unsere Gemüsesachen, wie auch immer. Unser Mais und unsere, ja, ne? So. Was, bis wir heute fertig sind, eh nicht mehr wächst, ne? Richtig, aber, ja. Hauptsache, es läuft. Genau. Hast du eigentlich jetzt Blueprint für eine Lampe bekommen? Nein, aber ich habe eine Lampe. Na toll, dann bring die mal oben an. Verdammt, ey. Muss ich mal gucken, was können wir denn sonst noch? Wo hab ich die denn? Lagerfeuer, ich kann die nicht über Lagerfeuer hinpacken, ey. Ich will die Stiefel mit der geringen Radiation. Was brauche ich dafür? 50 Leder, die habe ich. Und 15 Metallsplitter habe ich auch. Wow, die macht Licht. Was, die Lampe? Ja. Hm. Sind das die Stiefel? Ach, das sind die Stiefel. Was? Die haben so einen geringen Radiation-Schutz. Oh Mann, ey. Ich brauche irgendwas mit viel Strahlenschutz. Wenn du immer in die Red Tone rennen willst. Kapuzenpullover. 80 Stoff habe ich nicht. Hose, 80 Stoff habe ich nicht. Na toll. Fakt ist, die Sachen mit Leder halten nicht ganz so viel zurück. Mit Stoff schon mehr. Alter, ist das da oben hell. Geil, ne? Oh, jetzt fehlt es mir an Stein, ey. Naja, es ist ja nicht so. Ich hab noch 200. Ich glaube nicht, dass du so viele brauchst, sondern mehr. Naja, ich hab doch. Ach, hier ist doch schon wieder einer. An Stein wird's uns hier nicht mangeln, ne? Nö, das nicht.